Ja, jetzt steht neben mir 80 Euro Waldi von Bares für Rares. Hallo, wie geht's dir? Das hast du auch gut ausgewendig ja, gelernt, ich hab den Engelchen. Ganzen Tag. Ja. Wie geht's dir? Ja, ganz gut. Ich freue mich hier zu sein. Rainer hat mich ja eingeladen und ja, finde ich mega. Ja, Waldi, wie kommst du denn zum Boxen? Ich meine, du bist ja bei Bares für Rares dabei. Was hast du so mit Boxen zu tun? Also ich bin schon immer ein riesen Boxfan gewesen. Einer unserer Besten, der Arthur Abraham, den liebe ich. Das war der einzige Boxer, der richtig einstecken konnte. Und den liebe ich, den Kerl. Und nein, ich habe also auch schon Muhammad Ali. Henry Maske war nicht so mein Fall, da war so ein schönes Boxer. Und aber sonst, das ist halt ein super Sport. Das stimmt, also ja. Muss ich auch sagen. Und bei uns an der Theke darf ich ja nicht rumhauen, dann hätte ich ja jeden Preis, den ich haben wollte. Aber da muss ich mich ja benehmen. Ja, das stimmt. Ja. Und auf welchen Kampf freust du dich besonders? Eigentlich auf alle. Selbst die kleineren Kämpfe. Im Prinzip tut ja jeder das, was er kann. Die trainieren wie Bolle. Und ich sage immer, der Bessere soll gewinnen, muss fair laufen und dann ist das mir egal. Ich gucke es mir halt unheimlich gerne an. Ja, das auf jeden Fall. Und wie gefällt dir so die Veranstaltung bisher? Ja, wir haben ein vernünftiges Hotel, das war schon mal gut, noch schnell geduscht. Und weil wir kommen hier vom Thüringer Park und jetzt freue ich mich, dabei zu sein. Und gibt es denn schon neue Projekte so bei dir? Ich habe so viele Projekte. Ich habe ja jetzt einen Krimi geschrieben. Dann habe ich von Udo Lindenberg Bodo Ballermann gesungen. Da haben wir jetzt ein Video gedreht im Stadion. Einfach mega. Ja, und ich hoffe ja, dass ich demnächst den Eurovision Song Contest für Deutschland singen kann. Echt? Boah. Ja, ich habe einen Kumpel, der schreibt mir jetzt ein Lied. Und dann hauen wir das Ding mal raus. Mal schauen. Da wünschen wir dir aber auf jeden Fall mal viel Glück, dass das... Ja, weil ich kann ja nicht schlimmer wie letzter werden, ne? Aber 12 Punkte aus Österreich sind mir sicher, auch wenn ich nicht singen kann. Und die Schweiz auch, weil da habe ich überall Fans und so. Wir werden schon ein paar Punkte machen. Ja, da auf jeden Fall wünsche ich dir ganz viel Erfolg dabei. Und wünsche dir jetzt noch ganz viel Spaß bei der Veranstaltung. Genau, haha. Und jetzt muss man aber auch noch sagen... Die ganzen Sponsoren, so ein Kampf geht ja nur mit Sponsoren. Das stimmt. Und ohne Sponsoren kein Spaß, ne? Das muss man auch nochmal sagen. Definitiv. Ja. Dann vielen Dank für deine Interview und wie gesagt, ganz viel Spaß. Ja, den werden wir noch haben. Tschö. Ciao.